Das hatte sich Lukas Podolski sicher anders vorgestellt. Zwei Monate nach seiner Vorstellung bei Inter Mailand ist der Weltmeister immer noch nicht in Italien angekommen. Die Leser der Gazzetta dello Sport wählten Podolski nun zum zweitschlechtesten Wintereinkauf. Seit 8 Spielen wartet Podolski mittlerweile auf einen Treffer für die Nerazzurri. Die italienischen Medien üben seit Wochen harsche Kritik an ihm. Bis zum Saisonende ist der 29-Jährige vom FC Arsenal nach Mailand ausgeliehen. Ganz anders läuft es hingegen bei Podolskis Mannschaftskollegen Sherdan Shaqiri. Der ehemalige Bayern-Akteur wurde zum zweitbesten Wintertransfer in Italien gewählt.